Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars. Wir sind gerade hier mit Ray in der Kneipe von Mats im Keller. Und gut, an sich kennen wir alle, oder wir wissen eigentlich alle, was passiert. Das Laserschwert von... Ist es das von Anakin oder von Luke? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das von... Na egal, wir werden es doch rausfinden. Es ruft uns auf jeden Fall hier unten im Keller. Und wir müssen gucken, was jetzt hier abgeht. Oh, hier sind diese Ratten wieder. Ja, die sehen aus, als könnten sie uns etwas tun. Nee. Das waren doch die Teile, die wir... am Anfang, in der letzten Folge da umkloppen mussten. Um dann, Minikit zu bekommen. War gut, egal. So, hier gibt's was zum Puzzeln. Oh, eine Jukebox. Macht die auch was oder macht die Schilder nur so? Achso, die warten wahrscheinlich Musik, das muss ich aber ausschalten, wegen der GEMA. Weil ich ja das euch alles präsentieren will. Und nicht dann irgendwie die Hälfte wegschneiden muss. Wahrscheinlich auch wieder Musik. Also man kann nur die beiden Sachen aufbauen. Dann ist das egal. Gut, und hier ist... Ich hatte irgendwie immer in Erinnerung, dass es... auf der rechten Seite wäre, aber egal, wir gucken erstmal weiter. Was ist jetzt ein Puzzle? Lass uns mal das Tor, mein Kumpel. Achso, sie kann ja wieder runterrutschen. Diese Tür, ja, wahrscheinlich müssen wir erstmal das auf der anderen Seite hinbauen, damit das Tor oben bleibt. Damit BB-8 auch hier durchfahren kann. Und dann kann er dadurch. Genau, jetzt können wir es wieder kaputt hauen. Er kommt hier durch und wir können es da hinbauen. So, du kannst diese Tür öffnen, oder? Das Ganze hacken. Und diesmal ist es sogar noch ein Dreier-Kombo. Also drei Dinger, die wir einordnen müssen. Dahinter ist es. Okay, nein. Noch nicht. Wir sind erst noch weiter runter. Das sind nur noch mehr alte Droiden. Wir kehren jetzt nicht um. Reparaturbedürftige Droiden geortet. Aber vielleicht lasse ich mich auch überzeugen. Ach, die greifen an. Bitte hört auf, euch zu wehren. Okay, das ist von mir eigentlich neu, aber gut. Bisschen gruselig hier im Keller. Ich glaube, wir müssen hier lang. Eine Ahnung, wie wir das aufbekommen? Erstmal alles einsammeln hier, was geht. Alles kaputt hauen. Mal in den Keller. Müsste eigentlich schon lange zusammengestürzt sein. So, das müssen wir zusammenbauen. Ja. Das ist, kennen wir ja noch. Sieht ja aus wie so ein alter Jedi-Tempel. Das ist es ja gar nicht. Was hat sich da jetzt getan? Nichts, ne? Ach, muss ich weiter. Wahrscheinlich ist es jetzt so ein Geheimnis. Der steht jetzt richtig, oder was?
Was glaubst du, hat das bewirkt? Die andere muss ja auch nach vorne gucken. Hä? Nochmal da reinstecken. Gucken, was jetzt passiert. Ja, ist ja Schwachsinn, drehen sich ja beide. Er ist jetzt richtig. Ach, vielleicht muss ich mit ihnen darauf fahren. Dass er denn da stehen bleibt und ich ziehe ihn jetzt wieder zurück. Ne, ich muss ihn jetzt schieben. Ah, jetzt dreht sich nur der eine. Okay, es könnte vielleicht ein Bug gewesen sein. Dreht er sich noch einmal und jetzt noch einmal. Jetzt wird es wahrscheinlich richtig sein. Jawoll, perfekt. Das hat super geklappt. Oh, das ist nicht so. Dann nehmen wir Ray und dann gehen wir mal hier rein. No. Sie geht wieder richtig ab. Ah, den Varanier, den haben wir auch bald. Was ist hier? Chewbacca? Okay, der ist noch beim Schiff. Den müssen wir dann wohl wieder mal aus dem freien Spiel mitnehmen. Und hier sind wahrscheinlich wieder Droiden, ne? Oh, die Kamera ist größer als im Film. Das erinnert mich alles so ein bisschen an Lego Indiana Jones. Aber egal, wir kriegen das auf Reihe. Da wäre übrigens noch wieder ein Minikit. Okay, hier hinter ist eins im Zahnrad. Das Symbol da oben, es ist falsch. Welches Symbol ist falsch? Warte mal, das ist bestimmt noch nicht ganz richtig. Das muss erst wieder runter. Das ist bestimmt ganz am Ende erst. Also fangen wir klein an. Das war schon mal ganz gut. Da können wir unseren Stab reinstecken. Das erstmal die ganzen Dinger hier kaputt machen. So. Ziehen muss ich. So. Da ist das erste Zahnrad. Da ist ein Zahnrad. Achso, das muss hier unten hingelegt werden. Das ist ein Teil davon. Okay, super. Das erste haben wir schon mal. Das ging ganz einfach. Ah, ein Trampolin wieder. Warte mal. Da stand gerade Y. Was muss ich jetzt machen? Ich hätte jetzt gedacht, mit Ray einfach. Warte mal, was ist hier? Ah, ich weiß. Okay. So, wir müssen wieder hier hoch. So, jetzt müssen wir wieder hier drauf. Oh, okay. Ah, dass sie höher fährt und dann. Okay, alles klar. Jetzt können wir mit dir rüberspringen und zack. Und dann sind wir da, wo wir hingehören. Das ist halt zwar eine Leiter, ich weiß nicht wieso, aber gut, das ist egal. Okay, vielleicht genau deswegen. Ah ne, warte mal. Ich muss bestimmt das wieder runterfahren. Ne, doch nicht. Ich muss wieder hier hoch. Ich hätte jetzt gedacht, hier kann man sich bestimmt lang machen. Jawohl. Sonst hätte ich bestimmt das wieder runterfahren. Ach ja, okay, jetzt müssen wir wieder runterfahren. Und jetzt können wir weiterklettern. Genau, so hätte ich jetzt eben gerade auch gedacht, nur
War ich wohl ein bisschen zu schnell. Das kann man aufschießen? Nee. Und wieder hochfahren? Ah, perfekt. Das ist geil. Das ist echt. Das ist schön. So, und jetzt hier rüber. Ah, die ist Sport, die Kleine. So, falls wir jetzt verkacken, haben wir wahrscheinlich hier die Leiter. Gibt's Geld? Ne, doch, gibt Geld. Da geht jetzt bestimmt unten das Tor auf. Passiert was? Ah, doch, da geht was. Da passiert was. Oh, da sind wir als zwei Druiden. Die holen wir uns schnell. Das wäre heftig, wenn das in echt so mega schwer wäre, um an das Laserschwert zu kommen. Das würde sie, glaube ich, nicht auf sich nehmen, auch wenn da ihre Stimme das ruft. Aber gut. Ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt noch einmal das dahin bauen müssen, damit BB-8 noch mal ein bisschen was. Sollte es gewesen sein, BB-8. Oder? Genau, ja, genau wie ich gesagt hatte. Wir müssen nochmal hierher. Und das denn schätzungsweise nochmal runterfahren. Jetzt muss ich hier ran. Genau, und dann fahren wir es wieder runter. Nein, was macht die denn? Die Alte. Jetzt. Das ist es. Das ist das Symbol. Ach, jetzt. Oh, das ist das Symbol. Okay. Was auch immer es ist, wir sind nah dran. Okay, ich weiß jetzt nicht, warum ich mit Ray hier hochgeklettert bin. Das war irgendwie nicht wichtig, aber egal. Sei still. Ruhe. Nirgends ist es schöner als daheim. Eine Viertelration. Ray? Was war das? Dieses Lichtschwert gehörte einst Luke und davor seinem Vater. Ja, habe ich ja gesagt. Und jetzt hat es nach dir gerufen. Ich muss wieder zurück nach Jakku. Liebes Kind, ich sehe deine Augen. Das, wonach es dich verlangt, liegt nicht hinter dir, sondern vor dir. Das Schwert. Nimm es. Ich werde das Ding nie wieder anrühren. Ich will mit all dem nichts zu tun haben. Systeme werden auf die Knie fallen vor der ersten Ordnung! Okay, das war's. Schade. Ich hätte gerne den Marieti gehabt. Aber da müssen wir wahrscheinlich mit anderen noch ran. Auf jeden Fall, ja, bin ich sehr gespannt auf Star Wars Part 8. Teil 8. Mit dem Laser. Oh, 86%. Roten Stand haben wir nicht. Aber drei Minikits haben wir diesmal gesammelt.
gucken, was das wird. Und Ray haben wir freigespielt. Die uns verpfiffen hat. Der auch ein bisschen komisch. Ja, es sind richtig viele Leute, die wir schon haben. Vor allem so richtig viele, die man gar nicht kennt. So viele Charaktere. Schon heftig. Okay, Geschichte fortsetzen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.